Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es war jetzt 2 Wochen ruhig hier. Ich war im Urlaub in Griechenland und hatte auch die Hunde logischerweise nicht dabei, deswegen habe ich nichts gefilmt. Aber heute steht wieder was Spannendes an und zwar will ich heute mit Josie das erste Mal in eine Stadt fahren. Das heißt, sie wird heute auch das erste Mal Zug fahren, dann wird sie viele Reize auf einmal haben. Eventuell auch Straßenbahn fahren. Ich war natürlich schon mal mit ihr in so kleineren Städten, aber jetzt nichts, wo jetzt wirklich eine Einkaufsstraße ist oder ein Kaufhaus oder wirklich viel los ist. Ich glaube, sie wird es gut machen. Ich bin auch mal gespannt, wie es im Zug klappt. Also vor allem hat sie ja jetzt wirklich noch nie gemacht. An dem Bahnhof waren wir auch noch nicht. Aber sie ist ja jetzt auch schon fast 3 Monate da. Deswegen wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir das mal üben. Den Bahnhof bzw. auch das Zugfahren an sich wollte ich so positiv wie möglich bei ihr verknüpfen. Deswegen habe ich ihr währenddessen viele Leckerlis gegeben. Sie war bei der Hinfahrt sehr interessiert an ihrer Umgebung und hat auch viel hin und her geschaut, hat aber sonst gar keine Anstalten gemacht. Also fürs erste Mal Zugfahren richtig gut. Wir waren übrigens in Heilbronn unterwegs. Es ist eine eher kleinere Stadt, aber trotzdem sehr belebt. Das fand ich eine gute Kombi fürs erste Training. Josie schnüffelt ja für ihr Leben gern und sie hat direkt gemerkt, dass es super viele verschiedene Gerüche in der Stadt gibt. Da habe ich ihr dann noch viel Zeit gelassen, dem nachzugehen. In der Einkaufspassage hat man dann schon gemerkt, dass sie gestresster wird. Aber was mich dann richtig begeistert hat, ist, wie schnell sie trotzdem in so einer Situation zur Ruhe kommen kann. Also sie lässt sich da echt nicht aus der Ruhe bringen und kann sich trotzdem total gut an mir orientieren, obwohl so viele potenziell spannende Sachen um sie herum passieren. Also das war mit Jack definitiv schwieriger. Danach haben wir uns am Fluss noch ein kleines Plätzchen gesucht. Da habe ich mir vorher kurz einen kleinen Donut gegönnt. Josie hat auch eine Kleinigkeit bekommen, das habe ich aber nicht gefilmt. Das war auf jeden Fall super für sie, um kurz ein bisschen Ruhe zu haben und sich hinzulegen. Die gleiche Situation haben wir dann nochmal auf einer Parkbank wiederholt. Ich habe das gute Wetter genossen und der Hund konnte weiter ruhen. Das graue Set, was Josie im Video trägt, ist übrigens von Velveteer. Da habe ich seit neuestem auch einen 20% Rabattcode für euch. Also wenn ihr euch ein preiswertes Hundeset suchen wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Also ich bin mittlerweile wieder zurück aus der Stadt. Ich war jetzt auch gar nicht so lange weg. Ich glaube 2,5 bis 3 Stunden plus halt die Zugfahrt. Und ja, es war auf jeden Fall sehr warm. Das kam natürlich heute auch noch dazu. Aber für Josie war das gar kein Ding. Sie war natürlich schon ein bisschen gestresst. Ich habe es euch jetzt kurz zusammengefasst gehabt. Aber fürs erste Mal in der Stadt vollkommen fein. Also ich bin richtig happy, wie gut sie das gemacht hat. Ich finde es auch richtig spannend, wie reizunempfindlich sie ist gegenüber Jack. Also er ist ja wirklich absolut kein Stadthund. Ich habe das zwar mit ihm als Welpe und Junghund auch geübt, aber ihm fällt es trotzdem viel, viel schwerer, sich da zu konzentrieren und zu entspannen. Ich werde das mit ihr auf jeden Fall auch noch weiter üben. Besonders Restaurantbesuche stehen noch auf meiner Liste. Das habe ich zwar schon einmal mit ihr gemacht, aber das ist auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Da ist sie noch nicht so gut zur Ruhe gekommen. Und deswegen will ich das noch ein paar Mal mehr machen, dass sie dann da auch lernt, entspannt zu bleiben. Was ich euch für ein Stadttraining noch mitgeben kann, ist, dass ihr einfach darauf achtet, den Hund nicht zu überfordern. Vielleicht nicht unbedingt gleich in die allergrößte Stadt, die ihr so finden könnt, sondern vielleicht erstmal eine kleinere Stadt. Dann halt gucken, dass der Hund genug Ruhepausen zwischendrin hat. Ich habe mich ja zum Beispiel in den Park gesetzt oder am Ende zum Beispiel auch mal auf eine Bank, dass sie da einfach kurz sich hinlegen kann und nicht immer so viele Reize dauerhaft hat. Dann würde ich das Video jetzt an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!